Dann könnten wir ja mal gucken. Wie gesagt, ich kann ja eigentlich im Prinzip hier auch noch vier hinsetzen. Eins, zwei. Ja, das wird wunderbar passen. Eins, zwei, drei, vier. Da hätte ich auf jeden Fall noch mal. Das würde man natürlich ein bisschen näher bauen dann. So. Was man halt gucken sollten, ist, dass wir irgendwie immer noch eine Wegemöglichkeit haben. So. Aber so würde man das ja fast hinkriegen. Eins. Genau. Also das wäre ja fast gar nicht so blöd. Dann kann ich da auch nochmal sagen, Bam. So, dann haben wir da jetzt Felder, die würden wir jetzt wachsen lassen. Wie gesagt, wir brauchen halt, wir gehen nochmal hier zurück. Lebensmittel kaufe ich nicht. Wunderbar. Wunderbar, das rettet mir ja schon den Allerwertesten. Perfekt, bei den anderen sieht es auch gut aus. Bei denen sieht es auch gut aus. Schmuck kommt auch. So. Dann wollt ihr noch Kleider haben. Die kriegt ihr aber gerade gar nicht. 336 ist schon happy. Happy, happy. So, Klamotten kriegt ihr nicht. Ich brauche ja nur Aristokraten. Die müssen ja nicht, die Aristokraten müssen ja nicht sonderlich weit entwickelt sein. Was ihr halt braucht, ist. Ja, ihr braucht ein Theater, damit ihr überhaupt euch traut, Aristokraten zu werden. So, dann könnte man hier mal. Ne, da war es. Schauen. Das Theater ist ja hier. Das wäre wahrscheinlich die optimale Abdeckung für das Theater. Eigentlich wäre hier ein bisschen weiter oben sinnvoller. Zum Beispiel. Das weiß ich doch. Mann. Mecker doch nicht dauernd rum. Ich weiß doch, dass die kein Baumaterial kriegen. Ich könnte hier eigentlich vier Häuser abhauen, da das Theater reinsetzen. Oder ich könnte sagen, pfeift doch drauf. Ich brauche eh nicht alle voll aristokratisiert. So, aber das machen wir ja eh erst dann, wenn wir gesagt haben, wie gesagt, wir wachsen ja peu à peu. Wir wollen es nicht übertreiben mit dem Wachstum. So, 88, das ist gut. Dann können wir hier nochmal runtergehen. Okay, das dauert noch ein bisschen. Da, 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 da. So, dann würde ich da nochmal zwei Plätze hinsetzen. Dann bauen wir da hinten natürlich noch auch wieder zwei Mühlen. Das wäre ja dann eigentlich so. Eins, eins und dann eine Mühle dazwischen. So, also es wäre ja einmal. So. Das wird ja schon reichen. Aber wir können hier sogar schon eine Lücke dazwischen haben. Das habe ich ja, glaube ich, vorgesehen. Wir drehen es mal im Kreis. Ja, genau, das würde gehen. Das ist sein Feld, das ist mein Feld.
So. Ah, ja. Dann ist es sogar noch ein Stück weiter, als ich geplant hatte. Aber das ist auch in Ordnung. So. Dann würde ich hier jetzt nämlich sagen, da ist das Feld. Geht hier ein Straßenweg rüber. Können wir nämlich da auch wieder das Kreuz reinmachen. So, der da. Genau, und wenn du den abgeerntet hast, dann kann man da auch einen Weg hinsetzen. Das ist gut, gut, gut ist das. So. Und dann würde ich hier in der Mitte quasi sagen, genau, da ist die Mitte. Pam. So, und dann ist nämlich hier, also eigentlich war das mit dem Weg dann doof hier nämlich. Machen wir das nämlich so, so. Ja, so können wir das machen. Und dann kann hier die erste Mühle hin. So, und dann kann da der nächste Getreideschuppen hin. Der geht jetzt natürlich zu dem da oben, das ist mir auch klar. Aber für den Anfang ist es egal. So, der nächste Getreidedinger kann dann dahin. So, und dann kann da nämlich der Weg hin. So, wunderbar. Dann müsste halt nachher weiter oben der nächste Bäcker ran. Aber das ist auch in Ordnung. Der Bäcker, der käme dann irgendwo da hinten hin. Wahrscheinlich da ins Eck. Ja, genau, da. Da oben irgendwie. So, zack. Zack. Und eigentlich sogar schon. Ja, ist ja egal. Der kann ruhig ums Eck laufen. So, dann kann der und der auch weg. Dann käme da der nächste Getreidefutzel hin und dann käme da oben der Bäcker rein. Aber wie gesagt, das machen wir zu einem späteren Zeitpunkt. So, und Ding haben wir genug, Ding haben wir genug. Gewürze ist so im Grenzbereich, Kakao ist so im Grenzbereich, wobei das viel mit Verkaufen zusammenhängt. Lebensmittel kriegen wir jetzt echt genug. Mit der Masche haben wir gleich noch viel mehr Lebensmittel. Und dann können wir eigentlich hier schon mal wieder sagen, dass die Leute wieder Baumaterialien kriegen können. Zumindest bis wir genug Kaufleute sind. Für was auch immer. So. Ach, über Kaufleute gehen die ja eh nicht raus. Das ist ja genial. Okay, dann könnten wir hier noch nach einer Mühle schauen. Die braucht 6. Und die Farm, die braucht, glaube ich, 5, ne? Genau. Und der Bäcker, was braucht denn der Bäcker? Der Bäcker braucht auch 6. Okay. So, und dann müssten wir eigentlich hier mal schauen. Ah, das wird gehen. Okay. Dann können wir nämlich hier mal. Na? Alles gut? Wunderbar. Das fällt mir aber gerade ein, ist ein guter Zeitpunkt zum Speichern. Spielstand gespeichert.
So. Das liegt einfach nur daran, weil die Bäcker halt nicht genug Korn rechtzeitig abholen. Da-da-da-da-da-da. Okay, so, das heißt, wir könnten theoretisch schon die nächste Mühle bauen. Ich würde allerdings auf 11 Holz warten wollen. Und bei der Gelegenheit können wir eigentlich mal sagen, hey, bring doch mal ein paar Steine runter. So, 50, das ist schon in Ordnung. Die bringen wir jetzt da runter. Da 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 dum. Da 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 da. Da 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 dum. Da 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 dum. Dum dum da 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 dum. So, wie viel haben wir denn? 55 Tonnen Schmuck. Das passt schon eigentlich. Klammern jetzt. 57. Ja, das passt. Okay, Lebensmittel wollte ich noch gucken. 100 Tonnen. 109, ich hab's gesehen, aber über 100, das reicht mir eigentlich dann auch erstmal für den Anfang. So. Das bedeutet aber auch, dass wir jetzt hier schön Steine auslegen können. Fluff. Und dann können wir hier mal ein paar schönere Wege platzieren. So. Pam, 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 pam. Gut, dann würde ich da auf jeden Fall jetzt mal ein so ein Ding hinbauen. Und zwar genau dahin. So, dann kann er mich da eine Mühle hin. Zwar genau zwischen euch beide. Und dann kann da ein Platz hin. Da auch. Und dann können wir hier sagen, da kommt ein Bäcker hin. Zack, zack, zack und zack. Und dann haben wir hier eine Bäckerei. Gleich haben wir sie. Gleich haben wir da die Bäckerei. Ah. Wieso holt denn der Müller? Jetzt holt das. Gibt's da noch Korn oder wie? Jetzt nicht mehr. Okay. Dann setzen wir da auf jeden Fall eine Bäckerei hin. Gleich setzen wir da eine Bäckerei hin, wenn der Typ mit dem Holz fertig ist. Wunderbar. Okay, und dann müsste man eigentlich hier sogar sagen können. Ah ne, das wollen wir ja nicht. Ich wollte jetzt eigentlich verhindern, dass er von anderen. Ah ne, kann er ja nicht. Ah doch, kann er schon, aber das ist ihm wahrscheinlich ein zu weiter Weg. So. Okay, so sollte man das jetzt mit den Lebensmitteln. Es ist zwar jetzt nicht so super optimal platziert alles, aber es sollte relativ easy peasy gehen. Und jetzt können wir hier noch ein paar Wege hinziehen. Nämlich hier so. Zack. Und zack.
Und das reicht mir eigentlich auch schon, oder? Da haben wir eigentlich alle Wege ausstaffiert. Wir könnten theoretisch hier, nö, können wir nicht mehr, weil wir keine Dinger mehr haben. Aber wie gesagt, mir reicht das. Das Zeug hier läuft, die Steine sind alle weg. Du kannst wieder nach Hause fahren und dann können wir hier nochmal speichern. Speichern und dann können wir eigentlich sagen, okay, Entschuldigung bitte. Dann können wir eigentlich nochmal sagen, hey Jungs, ihr dürft euch mal wieder weiterentwickeln. So, ich höre mal mit dem Einkauf von diesem Werkzeug höre ich mal auf. Na gut, das war jetzt vielleicht nicht so clever.